So, heute ist Dienstag, der 24.06. Wir sind hier in Baschka und treffen Pia und Michael. Und Micha, ihr beiden, wollt ihr euch mal vorstellen, wo kommt ihr denn her? Ja, wir kommen aus Ostfriesland, das ist weit her oben im Norden. Wir haben die weite Reise nach Kroatien auf uns genommen, weil wir sehr gerne in Kroatien sind. Wir sind tatsächlich auch diesmal mit einem neuen Wohnmobil unterwegs und ja, testen das alles so ein bisschen, gucken, was fehlt, was ist jetzt nicht so gut, sagt der Berliner, und wir schauen mal. Ne, Michel? Ja. Voll so. Also wir sind mit unserem neuen Malibu i490LE hier auf dem Campingplatz in Baschka. Ja. Erste Mal. Baschka, genau. Gefällt es euch hier? Ja. Sehr gut. Ja. Das sehr ist schöner erst Platz. Super. Jo. Genau. Wir waren vorher eine Woche auf Straßburg. Ja. Das war auch sehr schön auf der Insel Pack. Den kennen wir, den Platz. Das hat uns sehr gut gefallen. Und ja, jetzt gucken wir, was hier so los ist. Aber bis jetzt ist alles super, ist alles schön. So. Die Sonne scheint. Aber eigentlich wollten wir ja das Fahrzeug vorstellen. Ah. Ne? Richtig. Fangen wir vorne an. Micha, wenn du mal mit mir so außen rum gehst, dann gucken wir uns das alles an. Und du erklärst ein bisschen was. Und wenn ich eine Frage habe, stelle ich eine Frage. Und ansonsten den Rest kriegen wir. Ja, ja, gerne. Ja? Ja, gerne. Cool. Gut. So, Micha, jetzt kommt der große Augenblick. Jetzt stell uns doch mal dein schönes Fahrzeug vor. Das ist ein Malibu i490LE. Aus dem Hause Karthago. Karthago, ne? Genau. Ja. Voll integriert. Ja. Ja, hat LED-Scheinwerfer. Ansonsten schöne Busspiegel. Und vor allen Dingen, er hat auch noch eine eigene Fahrertür. Ja. Genau, also drin. Genau, Zentralverriegelung. Ja, und was sehen da meine Augen? Das sind 18 die 18 Zoll Bereifung. Genau, von Goldschmidt. Genau, ja. Und Fahrgefühl? Sehr schön. Sehr. Also, wie gesagt, das Fahrzeug liegt wie ein Brett auf der Straße und lässt sich sehr schön fahren. Ja. Also, man erkennt ja die Karthago- und Malibu-Fahrzeuge, erkennt man ja eigentlich schon beim Vorbeiflitzen. Die sind ja sehr gut aufgeräumt. Was hast du denn hier in den... Also das ist jetzt vom doppelten Boden, das ist so ein Staufach. Ich mache das mal auf. Ja. Also das ist durchgehend bis hinten hin auf die andere Seite. Okay. Genau, doppelter Boden. Und ja, lässt sich eigentlich sehr gut beladen und entladen, weil man auch schön ergonomisch davor stehen kann. Ja, ja, ja. Ja, rechts ist nochmal da die für die alte Heizung. Ansonsten ein sehr schönes Fahrzeug, schön unterteilt, auch vom doppelten Boden her. Alte Heizung musstest du noch mal extra dazu bestellen, oder? Ja, also genau, also alte Heizung ist optional. Ja, wenn man normale Troma-Heizung. Sonst richtig, so. Genau. Okay, ja. Okay. Genau. Ja, ist immer zu empfehlen, also. So, nächstes Fach. Hier ist für den Gasanschluss, hier sind die Flaschen. Ah, eigentlich zwei. Ja. Die andere habe ich vorne für den Grill. Mit Duo-Control. Genau. Das läuft alles über Duo-Control. Ja. Genau. Ist eigentlich von der Handhabung her relativ einfach, alles zu bedienen. Ja, ja. Super. Also wer mit den alten Flaschen kommt mit denen das recht zurecht. Genau, richtig. Beziehungsweise mit der ganzen Anlage hier drin. Genau. Ja. So, hinten natürlich auch nochmal die schönen 18 Zöller. Jawohl. Und schön Gold satt. Mit die liegen schön satt im Radkasten. Hier hast du deinen Frischwassertank. Richtig, wie genau. Wie viel geht rein? 125 Liter. 125 Liter. Ja, ist eine Menge. So, genau. Dann haben wir mal eine schöne große Garage. Dann sieht man ja schon mal an dieser Tür, was für ein Riesenteil das ist. Genau. So, hast du ein paar Maße für mich? Genau, Garageninnenhöhe ist 1,20 Meter. Oh, das ist ja riesig, da kannst du ja fast drin stehen. Genau, man kann Roller, Fahrräder mit reinpacken. Fast drin stehen. Genau, man könnte fast drin stehen. Ja, sehr, sehr schön. Ja, man hat viel Platz. Wie gesagt, wir sind ja jetzt relativ neu mit dem Fahrzeug unterwegs. Ja. Deswegen sind auch noch nicht alle Kästen oder, sage ich mal, Haken bzw. Boxen so installiert. Also man ist so in der Findungsphase. Genau, richtig, genau. Ja, genau. Und hier haben wir beide Schlösser, also doppelt zu schließen. Jetzt meine Frage, wenn jetzt die verschlossen ist, brauchst du immer zwei Hände dazu oder kannst du das einhändig öffnen? Nein, also man muss immer zwei Hände benutzen, um das Fahrzeug aufzumachen. Okay. Und es wird über eine Gasfeder oben oder eine Feder wird das dann gesteuert. Also für den Kasten Bier erst abstellen und dann die Tür auf. Jawohl, so ist richtig.
Hervorragend. Ja, Mensch, Herren. Ach ja, und vor allen Dingen die rechte Tür von der Garage ist genauso groß wie die linke Tür. Genau. Was ja genau, auch ja nicht immer ja der Regelfall ist. Genau. So, hier haben wir einen schönen klaren Hintern, dritte Bremsleuchte mit Rückfahrkamera. Jawohl. So, da kommt jetzt gerade die Sonne mit rein. Und hier unten eine Anhängerkupplung mit dem Radträger. Genau, mit dem Radträger. Ja. Cool. Auf der Seite sieht es genauso aus. Da brauchen wir jetzt gar nicht groß aufmachen, die Tür. Hier haben wir einen Stromaußenanschluss. Genau, Stromaußenanschluss mit nochmal eine kleine Steckdose dabei. Ja. Coole Sache. Hier haben wir die Toilette und den genau die alte Ausgang und richtig die Kühlschrankbelüftung. Und die Kühlschrankbelüftung. Ja. Genau. Ist ja alles. Genau. Hier, ja, haben, hier haben wir noch ein schönes Staufach. Ein Staufach, da ist quasi das Bordwerkzeug, was man eben so braucht. Ja. An Werkzeug für den schnellen Zugriff. Genau, für den schnellen Zugriff. Genau. Ne? Trittstufe. Genau, ist auch vorhanden. Ja, und hier genau haben wir noch mal ein schönes genau Fach. Das ist noch mal auch so ein doppelter Boden mit auch noch mal eine Durchreiche bis zur anderen Seite. Das, was wir eben von der anderen Seite gesehen haben, ja, ist hier auch noch mal. Und ja. Okay. Alles also Platz genug. Alles beheizt im Winter. Ja, alles beheizt im Winter, genau. Hier ja eine tolle Schiebetür, eine Schiebefensterschiebetür. Ja, ja, ja. Und hier hat sich dann meine Frau sich verewigt. Platz reserviert. Ja, ja. Damit man weiß, wo es geht. Dann, ja, Mensch. Schönes Fahrzeug. Herzlichen Glückwunsch. Allzeit gute Fahrt. Und jetzt gehen wir nach drin. So, jetzt sind wir innerhalb des schönen Wohnmobils. Pia. Hallo. Du bist ja im da Schlafzimmer hier. Das sieht ja schon mal toll aus. Mhm. Oh, tolle Schränke außenrum. Ja. Darf man den hier mal aufmachen? Selbstverständlich. So, hier haben wir einmal geht zum das Entriegeln. Ja, genau. Und hier haben wir ganz tolle und feste Scharniere. Mhm. Ja, so eine kleine Lippe, damit das nicht sofort alles herausrollt, ist hier mit verbaut. Und hier unten ist der zweite Anschluss für den, oder der Anschluss für den zweiten Fernseher. Ja. Alles schon mal vorgesehen. Ja. Schalter so, oh, ist ja. Ist zu. Ist zu. Jo. Coole Sache. Ja. Ja, Pia, erzähl mal. Ja, wie gesagt, also das, wir haben ja Einzelbetten hier hinten drin, Platz genug für zwei erwachsene Personen. Schranke, sag ich mal, haben wir genug. Ablagefächer haben wir noch, Regale, Fenster, sag ich mal, ja auch wie bei anderen Wohnmobilen auch zum Verdunkeln. Ich mach mal hier zu, wenn das Fenster auf ist, haben wir Fliegengitter. Ja, Anschlüsse für USB, kleines Leselicht. Nochmal hier drüben, ja, hier oben kann man nochmal Fenster aufmachen, ein bisschen frische Luft. Man kann natürlich auch verdunkeln, ich mach mal zu, das ist natürlich jetzt zu dunkel, jetzt machen wir wieder auf. Ja, wie gesagt, Platz genug für zwei. Habt ihr die Maße ungefähr für die Betten, die Bettenlänge? Michael, du, deine Seite Michael, ist? Sag mal. Mehr. Ja, guck mal rein. Das ist 1,95 Meter mal 85 breit. Und Pias Seite? 1,95 Meter mal 85. 1,85. Oh, und dann die können wir das alles hier noch als mal Gesamtbreite, zusammen. Als genau, Gesamtbreite, genau, ist das 2,40 Meter. Ja, genau. Hervorragend. Jo. Und hier haben wir nochmal die beiden Treppen. Genau, kann man noch eine Betterweiterung machen. Alles klar. Indem man dann quasi den Tritt oder diese Schiebevorrichtung nach vorne zieht. Super. Gut. Pia, Entschuldigung, aber du darfst jetzt nochmal hier. Ja, ja, bitte. Die Mikrofone. Ja. Jo. So, Pia. Was ist denn hinter dieser tollen Tür? Ja, hinter dieser tollen Tür ist unsere Toilette, wie man sieht. Ich gehe jetzt mal nicht rein, aber du kannst ja mal filmen. Ja. Ja. Ah, ein schönes Spiegelkabinett. Ja, ja, genau. So. Viel Stauraum. Hervorragend. So, da hier haben wir eine Tedford-Toilette. Jawohl. So, und alles. Ah, so Yacht-Feeling. Ja? Das ist cool. Ja, schon so, nett gemacht. Das hier ist massiv, richtig massiv, also kein billiger Plastikhalter. Ja, super. Und jetzt gehen wir einmal zurück, genau vis-à-vis, und haben hier eine tolle Dusche. Ja, ich hatte da schon mal Platz genommen, müssen wir jetzt nicht nochmal zeigen. Ist groß genug. So, und also mit Duschen. 2 Meter, 2,10 Meter kann man ruhig groß sein, funktioniert alles hervorragend. Hier haben wir einen kleinen Duschkopf, das reicht völlig aus. Ja, und hier kann man nochmal die Duschwand schließen. Mhm. Ja, so, und wenn man etwas mehr Privatsphäre haben möchte beim Duschen, kann man hier diese Schiebewand nochmal zuziehen. Ja. Ja, bis hier zu dieser Kante mit rein. Ja, und dann funktioniert das alles hervorragend. Jawohl.
So, Pia, jetzt sind wir, ich hätte fast gesagt, in deiner Bastelstube. In meinem Bereich. Aber in deinem Bereich, ja, aber auch Männer können sich mal in die Küche stellen. Naja, eher so. Ja, hervorragend. Super. So, du hast hier einen Drei-Flammen-Herd. Ja, kann ich mal so zeigen. Durch die Scheibe sehe. Ja, ich mach mal hoch, dann kann man das besser sehen. Genau. So, und hier kann natürlich auch nichts anlaufen. Und das lässt sich alles gut. Kann man abnehmen reinigen, zum sauber machen. Ne? Super. Ist auch nicht schlecht. Super. So, dazu hier hinten noch ein paar Regale, wo man sich Gewürze und alles damit reinstellen kann, was man mal schnell braucht. Jawohl. Und hier unten sind noch Staubfächer. Staubfächer, mach mal ruhig ich auf. Ich kann mal hier so ein bisschen, wie gesagt, muss noch ein bisschen richtig eingeräumt werden, aber Wichtigste ist drin. Ja, genau, kann man auch noch mal. Ach, und das ist interessant, wenn ihr das gesehen habt. Also ihr könnt beide Schubladen zur gleichen Zeit aufmachen, obwohl es abgewinkelt ist. Da ist sich eigentlich nichts im Wege. Nee, genau. Hervorragend, super. So, jetzt sind wir noch mal ein bisschen neugierig. Was verbirgt sich unter der Platte da? Das ist die Spüle. Ja. Da kann man tatsächlich dieses Teil hier vorne noch so ein bisschen schön einhaken. Dann hat man es nicht im Weg. Dann hat man die Spüle frei. Genau. Also ist funktionell alles eingerichtet. Ja. Klappt hervorragend. So, das ist natürlich ein bisschen Deko. Die halten nicht während der Fahrt. Nein, die muss man dann wieder wegpacken. Ja. Coole Sache. So, kommen wir mal auf die andere Seite. Hier haben wir einen. Ja, das ist sogenannter Tech Tower. Oben fangen wir an mit dem Backofen. Na, den kann ich auch mal eben aufmachen. Ist noch neu, ist noch nicht benutzt. Ja, den kann man zumachen. Dann hat man hier das Eisfach von beiden Seiten zu öffnen. Und den großen Kühlschrank. Michael, wie viel Liter nochmal, der große Kühlschrank? Der Kühlschrank hat 135 Liter. Und oben der Gefrierschrank, der Froster, 29. Ja. Nochmal 29. Also die lassen wir jetzt zu, aufgrund der Temperaturen. Willst du hier nochmal gucken, Andi? Ja, das ist doch bestimmt interessant. Also genügend Stauraum, kann man sagen, auch in der Küche. Ne? Ja, hervorragend. Ja. Ja, manches Mal, aber irgendwann sind die Schränke auch mal voll. Ne? Ja, so, hier haben wir eine Klimaanlage. Wir sind ja gerade hier in Kroatien und haben ja Wahnsinnstemperaturen. Micha, die Klimaanlage musstest du dazu bestellen? Jawohl, die ist optional. Ja. Wie gesagt, die ist nicht serienmäßig im Umfang mit drin. Das ist die Dometic 2020 und die läuft auch sehr gut hier, auch bei den tierischen Temperaturen hier. Genau, so, und dann haben wir ja auch gleich hier alles eingestellt. Genau, auf Automatik. Wie sagt der Ostfriese, es läuft. Es läuft. Es läuft. So, wenn man hier jetzt reinschaut, haben wir eine tolle L-Sitzgruppe und in Verbindung mit den beiden Pilotensitzen und hier drüben noch eine kleine Sitzgelegenheit. Ja, kann man die mit 1, 2, 3, 4, 5 Leuten gut, bequem sitzen. So, da ist er wieder, der Micha. Hallo. Micha, wo gucken wir den Fernsehen? Ja, das ist ein Feature. Und zwar hinter dem Sitz. Ach. Zieh mal hoch. Ja. Das ist ja ein Ding. Super, hervorragend. 32 Zoll. Ja. Und von der Handhabung her sehr leicht. Fährt automatisch hoch. Man muss den nur eben einmal hochziehen und beim Runterdrücken ist es genauso. Ist das mit bei. Genau. Hervorragend. Und der läuft dann über Satellitenempfang. Satellitenempfang. Und man könnte aber auch, wenn man jetzt einen Router noch mit anschließt oder so, übers Internetfernsehen gucken. Richtig. Die Möglichkeit besteht Ja, ist hervorragend. Super. So, bevor wir jetzt zum Fazit kommen, lieber Micha, erklär uns noch mal ganz kurz hier dein Cockpit. Ja, 4 Ducato, 8 ist das, mit Navigation, Radio, Super Navi, digitales Cockpit. Das Fahrzeug hat 180 PS, ist ein Dieselfahrzeug, 2,2 Liter. Und was der hat, das Fahrwerk F40 Heavy Fahrwerk, 9-Gang. Wandlerautomatik. Ist ein Heavy-Fahrwerk. Hervorragend. Ja, genau. So, nachdem das alles so gut eingebaut und verbaut ist, hätte man ja fast das Hubbett übersehen. Das ist mechanisch oder elektrisch? Das ist manuell. Manuell zum Beispiel. Genau, manuell und hat eine Größe von 1,95 mal 1,60 Meter. Na, hervorragend. Das hast du ja. Falls die Enkelkinder Die Enkelkinder mal mitfahren. Ne? Mhm. Enkelkinder kann man ja nie genug haben. Mhm. So, ihr zwei. Erstmal von meiner Warte aus vielen herzlichen Dank, dass ich euer schönes Wohnmobil einmal so abfilmen durfte. Gerne. Dass ihr da so toll mitgemacht habt. Mhm. Zum anderen gratulieren wir euch sehr für euer
oder zu eurem Wohnmobil, wünschen euch allzeit gute Fahrt. Danke. Und dann kommen wir mal zu dem, was ja nicht so ganz uninteressant ist, die Abwicklung. Das hat alles gut funktioniert, so wie ich das mitbekommen habe. Genau, wir waren im März auf der Messe in Essen, haben das Fahrzeug dann bei der Firma Behrens bestellt, die waren auf der Messe. Wir haben einen sehr guten Messepreis bekommen und konnten dann eigentlich nicht Nein sagen und haben das Fahrzeug dann auch zeitnah bestellt. Und wir haben das Fahrzeug dann am 27. Mai 2024 dieses Jahr dann abgeholt. Ja, sind jetzt Besitzer seit 3-4 Wochen. Hm. Das Fazit vom Fahrzeug, wir sind sehr zufrieden. Ja. Wie gesagt, war für uns ja nur neu. Hm. Haben so das eine oder andere Feature, was wir hier in dem Fahrzeug verbaut ist, haben wir mal kennengelernt. Also wir sind sehr zufrieden. Bis jetzt alles gut, ne? Alles gut. Ja, alles gut. Und was hat euch jetzt dazu, Pia, was hat euch dazu bewogen, zu einem Malibu? Ja, also wir waren so ein bisschen hin und her gerissen. Wie gesagt, wir haben ein, zwei Messen besucht und haben den Malibu dann gesehen. Das ist ja, glaube ich, auch noch nicht so ein Modell, was es schon so lange gibt, sage ich jetzt mal. Waren ganz angetan, ne? So wie er von außen aus. Sie sind dann rein und ich finde so dieses Raumgefühl, was man als erstes hat, das muss schon passen. Ja. Ne? Und ja, da waren wir uns relativ schnell einig, dass es halt in diese Richtung geht. Haben dann noch zwei, dreimal geguckt, ein bisschen genauer hingeguckt und haben uns letztendlich für dieses Modell entschieden. Hervorragend, ja. Super. Mhm. Ja, Mensch, ihr beiden, nochmal herzlichen Glückwunsch. Danke. An die Zuschauer von unserem Kanal. Über die Preise wollen wir jetzt nicht sprechen, denn das ist immer Verhandlungssache. Mm. Es hat ja oder ging ja alles relativ zügig. Ja, ja. Ihr habt ja was zwei Monate oder noch nicht mal so lange, ja. Gute zwei Monate. War das Fahrzeug abholbereit, konntet ihr das Fahrzeug abholen. Mm. Also zeigt es ja auch, dass die Höfe relativ voll sind und wenn man ein tolles Fahrzeug findet, gleich zuschlagen muss, ja, und dann klappt das. Super, ja, dann herzlichen Dank, noch einen schönen Urlaub, gute Reise weiterhin und viele schöne Erlebnisse. Okay, und liebe Grüße nach Ostfriesland, in unsere Heimat. Jo, tschüss. Tschüss.